Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disguise 2 PC. Das letzte Mal haben wir Overlord Zenon getroffen, nachdem wir uns ein bisschen geprügelt haben, ne? Und ja, dann sind wir davon gelaufen, weil wir eingesehen haben, dass wir ihn nicht besiegen können. Währenddessen hat sich Edna darum gekümmert, dass Overlord Zenon uns nicht mehr verfolgt. Axel ist da geblieben, um sich den ganzen Quatsch auf die Videokamera aufzuzeichnen und danach einen Riesenskandal anzuzetteln und so weiter und so fort, ne? Okay, let's do this. Und wir sind gerade auf der Flucht, nachdem wir ein bisschen neue Ausrüstungsgegenstände gekauft haben. Machen wir auch schon weiter. Colosseum Deaths. Hades Corridor. Jetzt müssen wir halt hier so lange durchlaufen, ne? No entry, no lifting, no entry, no lifting, bla 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 bla. Stage clear. So, wenn wir den Geoblock erwischt haben, ist die Dings, sag schnell, ist die Stage cleared. Das heißt, dass man dann dementsprechend das Ding beendet, ne? Den Kampf. Egal, ob die jetzt noch da sind oder nicht, aber ich sag so, die werden einem nur im Weg stehen, wenn man versucht, diese blöden Geoblöcke kaputt zu machen. Von dem her, es ist vielleicht ganz sinnvoll, die kaputt zu machen, ne? Die Gegner. So, legen wir los. Ah, komm, geht schon wieder. Equipment. Slippers. Move. So, Equipment. Schau mal, das wieder. Special. So, Lions Roar. Mal sehen, was wir hier auslösen können. Der Adele hat als einzige schon eine neue Waffe. Iron Nails nennt sie sich. Und von den Werten her kann man schon ganz gut sehen, dass die ein gutes Stückchen stärker ist als die andere. Hat aber auch ein Schweinegeld gekostet. Ja, kann sich sehen lassen. Das ist aber, weil die Attacke relativ schwach ist im Moment. Hier müsste ich ein bisschen besser leveln, damit das funktioniert. Naja, macht nichts, macht nichts. Das ist Wind. Und Feuer, Feuer bringt eh nichts. Wind kann man Yukimaru einsetzen. Hier hat auch schon ein neues Item. So als bester Sword. Ich habe mir gedacht, das letzte Mal, als ich dann schon alles hatte, festgestellt habe, dass ich alles habe, habe ich mir dann gedacht, dass ich dann nochmal ins Assembly gehe und mir gleich die nächsthöheren Waffenstufe im Shop freischalte. Das ist also Itemstufe. Und dementsprechend habe ich mir halt von den neuen Items schon eines gekauft und das ist dem Adder seine Waffe. So, ja. Die Dachen wollen nicht drauf gehen. Aber zumindest kann ich den Tamer kaputt machen. Denn die stören unglaublich. Weil die nochmal in Monsterklasse verstecken können. Das wird halt richtig böse. Aber ich meine, ihr habt das, glaube ich, schon gesehen bei Dallas River, ne? Dort, wo wir dann gegen die Nekomatos gekämpft haben. Ja, verdammte Kacke, würdest du endlich treffen, um Gottes Willen. Ich habe nicht so viele Distanzkämpfer, weißt du? Freiburst. Und weg. So. Hätten wir. Ja. Wo war ich gerade? Gut. Equipment. Ich habe vergessen, wo ich war. Ist ja auch nicht so schlimm. Wir nehmen mal ein Torch hier. Dann nimmst du wieder dein Channel Dress. Hanako, komm her. Du bist wie immer für die Buffs verantwortlich.
Achso, da hat man ein Konto. Schade. Mehr Konto hätten es bestimmt noch eher gebracht, ne? Sei es drum. Bin ich in der Position zu meckern. Kann mich glücklich schätzen, dass es so funktioniert. Pink. Mehr. Real bad. Und dann haben wir schon fast 103 noch. Oh nein, oh Gott. Machen wir es anders. Shield. Oh, wir haben die 3. Obwohl, das sind keine 3. Schlecht. Aber trotzdem, die 2 sind die anfälligsten für solche Sachen. So. Und dann gibt es eine Kündigung. Oh. Das ist fies. Das ist richtig fies. Hat einfach meine Heilerin kaputt gemacht. Drecksvieh. So. Ich würde sagen, das wird reichen. Die Mauer heben wir uns lieber auf. Jupp. Yep. Hier auch wieder, ne? Ich kann Yuki Mauer nicht in zwei teilen. Aber was ich machen kann, ist das hier. Mann, wir sind fast überlebt, du verdammter Idiot. Ehrlich. Gehst du mir auf den Nerv. Hm, 13, ich weiß nicht. Reicht das nicht? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Schlechte. Machen wir was anderes. Equipment. Was geht aus? Move. So, Chandress. Hanako. Oh, die andere kriegt auch die Level-Ups, wenn sie ihre Buffs einsetzt. Das ist natürlich schön. Oh, Taro ist mittlerweile 27. Mir war nicht aufgefallen. Taro lässt sich überhaupt gut kämpfen, muss ich zugeben. Die Taro-Hanako-Kombination ist überhaupt der Hammer schlechthin. Hm, ja. Machen wir lieber so kalt. So. Take a charge. Sauber. So, Airblast. Das sollte reichen. Uff. Ende. Ich glaube, ich sollte aus dem Weg fahren. So rein zufällig mal. So, end turn. Ach komm, ehrlich. Immer auf die Rossi. Was soll denn der Mist?
Wieso habe ich das gewusst? So, der hier ist Gegner. So. Take a charge. Oh, noch nicht. So. So, danach kann ich nicht. Naja, müssen wir es so machen. Execute. Aber so mit der Hanako zu boosten, das macht schon Eindruck. Ja, ich kenne eh bald mehr. Na gut, machen wir es mit Road. Ich bewege mal aus der Schussbahn heraus. Execute. Puff. Das ist Gottverdammt, der Drache nicht einfach nicht aufgehen. War klar. Hat mir aber auch eh nichts mehr mit nichts verdient. Ist es auch nicht ganz so schlimm. Tiger Charge. Sollte reichen. Aber ihr merkt schon, das ist halt, entweder macht man da drüben die Geoblöcke oder man bekämpft sie. Klüger ist natürlich, dass man auch deutlich mehr Erfahrungspunkte bekommt, eben durch diese Kämpfe hier, ne, vor dem man... Wäre vielleicht nicht ganz unklug, ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln. Ich habe ja auch so schon gemeint, dass meine Charakter unglaublich schwach sind eigentlich. Aus diesem Grund... Komm mal so weiter, ne? Oh, schön. Oh, schick. Jetzt tauschen wir gegen Dark Rosary aus. Ja, ich glaube schon Imperius hier. Moment, was soll ich hier? Das bringt's nicht. Bloody Orb. Wo kommst du? Dark Orb. Nicht schlecht. Was ist das denn? Dich hier. So. Antique Gun. Schlecht. Gut. Hätten wir soweit. Nochmal kurz zum Hospital. 32.000, ja. Kann ich mir noch gleich noch eine Waffe kaufen? Bye. Flamethrower, Coach Marksman, perfect for barbecuing. Jo, das meinte ich aber auch schon fast. Rosie, da. Customer Rank up, sehr schön. So, verkauft in dem Gelände. Muss
also doch nochmal kurz zum Hospital. Okay, passt. Dann machen wir weiter. Loser's Gallows. So, was haben wir hier Schönes? No Entry. Ach, wartet mal. Ach, genau, ja. Das sind diese witzigen Blöcke, die von alleine durch die Gegend laufen. Und dementsprechend haben die natürlich schon eine Verteidigungslinie hier, ne? Weil manche nicht durchkommt. Oder eventuell hier nicht, je nachdem. Und die können halt außer der Sound angreifen. Das ist aber kein größeres Problem, das habe ich jetzt schon. Solange man weit genug laufen kann. Moment. Bis hier, guck mal her. Mach mal einen Bell nach vorne. So, Tiger Charge. Das wird eigentlich ausreichen. Puff. Ah ja. Man muss dem Nilch keine Chance geben, um anzugreifen. Dann passt die Sache auch schon. Kurz und schmerzvoll. So, wo ich dich noch? Und Rosy. Geier Blast. Oh, ich stehe auf einem Evade-Feld. Das ist natürlich ein bisschen problematisch manchmal. Mit diesen komischen Evade-Feldern. Ja, okay, komisch sind sie eigentlich nicht. Ehrlich gesagt eher nervend, aber naja. Schick mal halt einen Feuermagier nach vorne. Obwohl, haben wir überhaupt noch genug Leute? Genug Humanoids habe ich nicht mehr zu werfen. Schlecht. Obwohl doch, da drüben könnte ich noch jemanden hinstellen, ne? Das ist schön. Dann machen wir das so. Sam. So. Mega Feier. Komm. Das bisschen hätte es auch nicht. Komm, Mensch. Ist doch gemein. Absolut, ist doch gemein. Solche Hunde aber auch. Naja, das heißt, defend, 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 and turn. Giga-Eis. War so klar. Wieso war mir das so klar? Naja. Seht ihr, jetzt ist hier noch ein Try. Und dort kann man jetzt frei laufen. Was muss nochmal? Geierblast. Uff. Aber jetzt. Ja, jetzt hat es funktioniert. Hauptsache mir keine Möglichkeit geben, voranzuschreiten, oder? Sauerei, verdammte. Zack. So, legen wir euch mal ein bisschen weiter. Wo ist eigentlich was Unmögliches, sag ich jetzt mal. Ich habe ja eh noch ein paar Magier drin. Okay, gut. Legen wir los. Tiger Charge. Ah, die Rose kommt wohl nicht hin.
Gott, dann muss ich den Schuh weg, wohlgemerkt. Naja, macht nichts. Nee, muss ja nicht. Legen wir mal ein bisschen ab. Nehmen wir einen Tink da hinstellen. Sind die Leute ganz einsam. So, auf geht's weiter. Execute. Nein. Ja, sie kommt nicht ganz hin. Das ist ganz schlecht. Sonst kann ich die nächste Runde nicht angreifen. Aus diesem Grund brauche ich. Quatsch. Was mache ich denn die ganze Zeit? Dummheit mache ich. So, muss hier stehen bleiben, ansonsten komme ich dort in die nächste Runde nicht rein. Das wäre schlecht. Wäre äußerst schlecht. So. War's das? Lächerlich. Und für alle Fälle noch. Bumm. Dachte ich mir. Und da bin ich immer Critics, ne? Zack. Zack. Gut. Das sieht soweit ganz brauchbar aus. Geld zum Ausgeben haben wir keins, also machen wir weiter. Confession Room. Ach nee, es ist für diese ewig. Ah. Silence and Enemy Level Up. Das ist diese elendlich lange Map. Die ist so derartig nervtötend, ne? Ich fange hier mit Level 15 an, ne? Und nach gibt es immer ein Level Up um 10%. Hat man ja schon mal. Bei Dalos River und dementsprechend, ja, River. Genau so ein River. Und dementsprechend müssen wir halt zusehen, dass wir halt hier so möglichst schnell hinkommen. Und das heißt. Power Tower. Yukimaru. Dell. Taro kann nicht, Hanako kann nicht. Mein Kämpfer. Ja, Rupert. Nicht hin. Moment, anders. Rupert. Rosalind. Ja, dachte ich mir schon fast. Moment. Machen wir anders. Rosalind. Lucien. Nach. Nach Dell. Terrell. Gosh, Terrell. Ah, das bestelle ich noch gleich hier. Klärt das bitte mal einer. Dummheit, nicht Geschwitter. Und dann wollen wir noch Yukimaru. Perfekter Tower, sag ich nur. So, jetzt brauche ich Tink dafür. Und der am weitesten läuft. So.
Erster Wurf. Can't throw that high. Voll blöd, ne? Naja, sei es drum. Zack. Ja, und ich will mal das Gear-Symbol. Hat nicht ganz ausgereicht, macht aber nichts. Harrow, komm her. Und Hanako auch. Wir können schon mal angreifen. Sagen wir, sind Deppen und hier levelt ab sind. So. Prima. Und Kontern ist Karo gut. Sehr gut sogar. Passt, einen haben wir weg. Oh Mann, wenn das weitergeht, ist der Tauch meine mein Charakter mit den Dings mit den stärksten Werten. So mit dem höchsten Level eigentlich. Mit dem stärksten Level, mit dem höchsten Level, Herrgott, wirklich. Quatsch, wie schwer und puzzelig. Das Zeug hier, wie man sieht. Buff. Bam. Schlecht, ich kann keinen Heil einsetzen. Das ist ein Item, ansonsten geht es mir gleich drauf. 20 HP sind ein bisschen wenig. Für sowas, ja, die Pizza ist nicht schlecht. Oh, eine Pizza. Das laufen auch erstmal. Plus, dann kann man so angreifen, weil es hier kaum Unterschied macht. So. Puff. Bam. Sehr schön. Fabelhaft. So, die bewegen alles weiter. Ich zieh mal ein Feld zurück. Real Spawn. Mega feiern. Obwohl. Da kommst du da ran. Moment. Obwohl, ist richtig, kommen wir dazu.
So. Jetzt aber. Fertig. So, haben wir noch ein Item über. Schnell und schmerzvoll, wie ich es liebe. Ach komm. Das ist doch mies. Soll ich noch extra weiter wegstellen oder so etwas? Du bist schon immer rund. Und fertig. So, ich bin am Ende des Videos angelangt. Hoffe, es hat euch gefallen. Feedback würde mich natürlich freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dahin, macht's gut.